Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Ich möchte heute in diesem Video über die spekulativ neue Waffe in Season 6 reden. Da gibt es zwei, die wohl gerade sehr hoch im Kurs stehen. Und ein Hop-Up könnte eventuell in Season 6 zurückkommen. Und zwar die Disruptor Rounds oder Unterbrechermunition, die in Season 2 erstmalig auftauchten und kurz danach auch schon wieder verschwanden, weil sie einfach zu overpowered waren. Wir fangen einfach mal mit den beiden Waffen an. Ich möchte mal mit der Vault SMG anfangen. Achso, warum übrigens zwei Waffen? Es könnte sein, dass tatsächlich beide werden. Sicherlich nicht zeitgleich, aber wir erinnern uns, in Season 5 haben wir keine Waffe bekommen. Ich fange mal mit der Vault SMG an. Ich blende sie mal ein. Die Vault, Moment, das war das falsche Bild, die Vault SMG, das Gerücht geht schon, oh Gott, locker, halbes Jahr, dreiviertel Jahr, locker gibt es schon die Gerüchte, dass diese Waffe kommt. Es gibt in den Game-Files von Dataminern geleakt, gab es Voicelines, habe ich auch schon in anderen Videos gezeigt, abgespielt, erwähnt und so weiter, habe ich mir für dieses Video jetzt gespart, gibt es Voicelines, wenn wir die anpingen, Vault SMG, Car SMG, bla 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 und so weiter, gibt es verschiedene Waffen, die da schon Voicelines hatten oder haben, aber bis jetzt nicht ins Spiel gefunden haben. Die Vault SMG ist zurzeit hoch im Kurs und man kann davon ausgehen, dass es eine goldene Waffe wird. Ist eine Titanfall-Waffe. Ich habe mich mal ein bisschen belesen. Es soll wohl einer der krassesten Waffen in Titanfall gewesen sein. Es ist halt eine SMG, eine Maschinenpistole, eine Energiewaffe. Und sie soll wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, keine Travel Time haben. Das heißt, die Kugel, du schießt und die Kugel ist sofort angekommen, ist sofort da. Der Gegner bekommt sofort Schaden, wenn ich das richtig verstehe. Titanfall-kundige Leute können mich hier gerne berichtigen oder genauer mal in den Kommentaren schreiben, wie das gemeint sein könnte. Sollte das tatsächlich so eine overpowerte Waffe sein, wird es sicherlich eine goldene Waffe. Und erinnert euch, ich blende es nochmal ein, habe ich vor kurzem darüber berichtet. Die Hoffnung lebt ja schon eine Weile, dass die Peacekeeper, die ja seit Season 5 eine goldene Waffe ist und den Platz mit der Mastiff getauscht haben die Hoffnung ist da, dass die Waffe zurückkommt und ein Respawn-Mitarbeiter hat gesagt, es bestehen gute Chancen, dass sie irgendwann zurückkommt. Und deswegen gehe ich davon aus, dass in Season 6 die Peacekeeper und die Vault SMG ihre Plätze tauschen und die Vault eine goldene wird und die Peacekeeper wieder eine Standard-Loot-Drop-Waffe. Das dazu. Es gibt übrigens in den Gamefiles tatsächlich zwei Skins für die Vault SMG. Warum gibt es zwei Skins, wenn die Waffe nicht kommt? Macht erstmal keinen Sinn. Dass die über kurz oder lang definitiv kommt, da sind wir uns wahrscheinlich fast alle einig. Die Frage ist einfach nur, wann. Kommen wir als nächstes zum EPG. Das ist so eine Art Energieraketenwerfer, wenn ich das richtig verstehe. Auch hier aus Titanfall. Wer das besser weiß, kann es in den Kommentaren gerne vervollständigen. Ich blende hier mal ein Bild ein. Das steht auch hoch im Kurs. Ach so, übrigens, Vault SMG und Raketenwerfer. Warum geht man auch davon aus, dass diese im Spiel demnächst zu finden sein werden? Respawn macht nicht das erste Mal den Fehler, macht einen Deathstream. Die machen alle paar Wochen, alle paar Monate gibt es einen Livestream von denen, der nennt sich Deathstream. Und dort zeigen die irgendwelche Szenen, unter anderem mit Dummies. Und die Dummies haben immer mal irgendwelche Waffen in der Hand, die man nicht so ganz erkennen kann. Für die Vault SMG habe ich es beispielhaft einfach mal eingeblendet. Es ist extrem schlechte Qualität, extrem verpixelt. Es soll aber die Vault SMG sein. Und dieses Bild soll es auch für die EPG geben. Ich habe es gesehen, es ist aber so verpixelt, dass ich mir das spare. Ich zeige euch aber mal beispielhaft anhand der Sentinel. Ein Deathstream aus Season 3 war das, glaube ich. Und dort... Und hier ist die Qualität nämlich bombenmäßig. Ein Deathstream aus Season 3. Hier sehen wir das Krypto hier gerade irgendwie an so einem Dummy hantiert. Und auf dem Rücken des Dummies ist die Sentinel in Season 3. Die Sentinel kam erst in Season 4. Hier insgeheim hat Respawn sich schon verraten. Die sind da ab und zu mal ein bisschen schlampig. Vielleicht ist das auch Absicht. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls gibt es für die EPG, soll wohl irgendwo im Zusammenhang mit dem Battle Pass irgendein Video sein. Ich habe ein bisschen geforscht und gesucht, ich habe das Video aber über den Battle Pass nicht gefunden. Ich kenne nur den Bildausschnitt. Da geht es um den Skin von der Wingman Battle Pass Stufe 100 oder 110, einer von den beiden Skins. Da sieht man, wie ein Dummy den Raketenwerfer in der Hand hält. Na, auch soll wohl auch eine starke Waffe sein, aber ich kenne mich mit den Waffen, wie gesagt, nicht so gut aus. Jetzt möchte ich zu einem Hop-Up kommen,
Ich blende den mal ein. Die Disruptor Rounds, das war wohl der ekligste und spaßigste Aufsatz zugleich. Ich gehe davon aus, dass hier viele zuschauen werden, die Season 2 in Apex Legends vielleicht noch nicht kannten. Dort kamen zwei Hop-Ups neu ins Spiel. Einmal die Unterbrechermunition und parallel dazu die Hammerpunktmunition. Die Hammerpunktmunition ist noch immer im Spiel für zum Beispiel die P2020. Wenn du die drauf hast, machst du auf die Lebenspunkte ohne Schild deutlich mehr Schaden. Und genauso war das für die Unterbrechermunition nur aufs Schild. War für die Alternator und für die RE45. Und das Verrückte, also A war erstmal der Waffensound mit der Unterbrechermunition extrem geil. Aber, und das ist das, was ich nicht verstehe, hat Respawn keine Spieletester, die Sachen testen, bevor sie live gehen? Die Unterbrechermunition hat einfach mal, ich weiß die Werte nicht mehr 100%, das ist einfach zu lange her. Ich glaube, die Disruptor Rounds haben einen Multiplikator auf das Schild von 2,2. Das heißt, wir haben mehr als doppelt so viel Schaden auf den Körper gemacht. Ihr wart so schnell tot, dass ich die ersten Runden schon gesagt habe, wenn das nicht gepatcht wird in den nächsten Tagen, Wochen oder für immer bleiben sollte, lege ich Apex zur Seite und werde es nie wieder spielen. Wenn du die Unterbrechermunition gefunden hast, war es ein mega Spaß. Aber wie schnell hast du die in den Rücken bekommen? Du warst so schnell tot, du hattest keine Chance zu reagieren. Wochen später wurde das gepatcht, dann wurde der Multiplikator, glaube ich, von 2,2 auf 1,75 reduziert. Es war immer noch nicht genug. Am Ende von Season 2 wurde der Hop-Up rausgepatcht, weil einfach zu krass war. Ich bin der Meinung, die hätten das lassen können. Die hätten einfach es nur vernünftig anpassen können. Vielleicht Multiplikator von 1,3 oder weiß der Geier. Angeblich, wie gesagt, ich habe mal ein bisschen rumgeforscht im Internet, könnte es sein, dass diese Disruptor Rounds wiederkommen. Und parallel dazu fand ich es auch schade, dass aus Season 4 der Amboss-Empfänger für die 301 und die Flatline verschwunden ist. Ich fand die nicht overpowered. Wenn du natürlich richtig geiles Aim hattest, war er sehr stark. Auch den könnte man reduzieren, um einfach das Loadout, die Hop-Ups, ein bisschen vielfältiger zu gestalten. Würde ich das geil finden, wenn nicht immer alles rausfliegt, was eine Season lang drin ist. Einfach vernünftig balancen und alles ist schön. Schreibt mir bitte mal in die Kommentare, was würdet ihr davon halten, wenn die Disruptor Rounds zurückkommen? Und es gab übrigens eine absolute OP-Kombo, die P2020 mit der Hammerpunkt und die Alternator mit den Disruptor Rounds. Du schießt zuerst mit der Alternator das Schild runter, wechselst auf die P20 und ballerst dann die normale oder die normalen HP-Punkte runter. Das war eigentlich so das Ekelhafteste, was in Apex Legends mal war in Season 2. Wer das nicht kannte, hat echt was verpasst. Wie gesagt, eure Kommentare gerne hier in dem Video, würde ich mich sehr drüber freuen. Ich bin gespannt, was ihr schreibt. Wie immer, einen Daumen nach oben da lassen, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt, gehört ihr immer noch zu den 40%, die nicht abonniert haben. Holt das bitte nach, damit mein Kanal weiter wächst. Ich würde mich darüber freuen. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und rein bis zum nächsten Mal. Ciao.